Frau Dr. Kölle, wir haben uns schwerpunktmäßig unterhalten schon über Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch Reptilien. Auch da können Sie uns weiterhelfen, zum Beispiel beim Thema richtige Fütterung der Landschildkröte. Wenn ich an Landschildkröte denke, sehe ich Salat. Muss ich da noch was mehr sehen? Also Salat ist suboptimal, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil normaler Kopfsalat enthält viel zu wenig Kalzium und auch viel zu wenig Rohfaser. Und man weiß von Untersuchungen an wildlebenden Schildkröten, dass die also sich vorwiegend von Wildkräutern ernähren, die eben sehr kalziumreich sind und auch sehr rohfaserreich. Und dies sollte man eben bei der Haltung von Landschildkröten auch nachahmen. Das heißt, man sollte wirklich rausgehen und eben Löwenzahn, Wegerich, Hirtentäschel und diese ganzen anderen Kräuter sammeln und den Tieren geben und ihnen auch durchaus Heu regelmäßig anbieten, weil die auch in der Natur gerne mal so vertrocknete Pflanzenstängel und sowas zu sich nehmen. Wie sieht es denn aus, wenn ich meine Schildkröte im Garten frei laufen lasse? Das berühmte Bild mit dem knallroten Band. Also freilaufen lassen im Garten ist nicht wirklich gut, weil die Ausbruchsgefahr halt sehr groß ist und im Prinzip unser Klima für die Schildkröte auch zu kalt ist. Also es sollte ein eigenes eingerichtetes Schildkrötengehege sein. Da können die Tiere natürlich auf eigene Faust sich die Kräuter, die da wachsen, aufnehmen und sich eben das Richtige raussuchen. Aber die meisten Schildkrötengehege sind so klein, dass man eben trotzdem zufüttern muss. Und dann empfiehlt es eben, wie gesagt, Kräuter zu sammeln und zu füttern, also Obst, Gemüse sollte weitgehend gemieden werden, nur so mal als Leckerbissen, wie wir halt eine Praline zu uns nehmen. Und es sollte auch immer eine Kalziumquelle da sein, zum Beispiel in Form von Sepiaschale. Weil gerade eben wachsende Tiere und eierlegende Weibchen haben einen extrem hohen Kalziumbedarf, der liegt viel höher als bei vergleichbar großen Säugetieren zum Beispiel. Wo kriege ich die Sepiaschale her? Sepiaschale gibt es zum Beispiel im Zoofachhandel. Der wird sie als Kalziumquelle auch für Vögel angeboten, der sogenannte Tintenfischtrüb. So, und wenn ich das weglasse, was passiert dann? Also bei wachsenden Schildkröten können dann Störungen im Skelettwachstum auftreten. Also der Panzer wird weich, also die wird zusammendrückbar und der Panzer wächst komplett deformiert, also nicht schön hochgewölbt und glatt. Und bei erwachsenen Tieren, bei Weibchen, die zum Beispiel Eier legen müssen, kann Legenot auftreten, weil eben die Eier deformiert sind, beziehungsweise eben nicht mehr genügend Kalzium da ist, für die Muskelkontraktionen, um die Eier auszutreiben. Sieht denn die Ration für die Schildkröte das ganze Jahr über gleich aus? Immer die gleichen 3, 4, 5 Kräuter? Man sollte möglichst viele Kräuter, verschiedene Kräuter verfüttern. Es ist ja auch so, dass im jahreszeitlichen Wechsel immer auch verschiedene Kräuter verfügbar sind. Im Frühjahr blüht dies und im Sommer dies und im Herbst jenes. Da sollte man schon durchwechseln und auch möglichst viele verschiedene Kräuter. Da gibt es mehrere Bücher dazu, zu diesem Thema, dass man eben auch die ungiftigen Pflanzen identifizieren kann und weiß, was man seiner Schildkröte füttern kann. Also absolut ungeeignet sind häufig diese Landschildkrötenpellets, die hohe Proteingehalte haben, während hingegen diese Heupellets, die kann man durchaus verfüttern. Das Heu haben Sie schon angesprochen und die vertrockneten Pflanzen, das wäre nicht verkehrt, einer Schildkröte vertrocknete Pflanzen zu geben? Nein, das ist im natürlichen Biotop, gerade eben im Spätsommer, auch häufig der Fall, dass die Pflanzen eben sich einziehen oder dass die schon vertrocknet sind. Und Schildkröten, es ist individuell verschieden, manche mögen es nicht so gern, aber viele Schildkröten nehmen sehr gerne Heu oder getrocknete Kräuter auf. Und diese sind auch sehr kalziumreich und hochfaserreich und sind also ideal für die Verdauung und für das ganze Darmmilieu. Vermeiden sollte man eben neben Obst und Gemüse auch so Sachen wie Quark, Haferflocken, Nudeln etc. Das sind Sachen, die eine freilebende Schildkröte nie aufnimmt und die auch der Verdauung abträglich sind. Das kann in Verdauungsstörungen resultieren, also Durchfall zum Beispiel, oder auch Parasiten können sich wesentlich leichter vermehren und im Magen-Darm-Trakt persistieren, wenn die Tiere eben falsch gefüttert werden.
Sie sagen, die freilebende Schildkröte würde eine Nudel nie anpacken, aber... Sie würde sie schon anpacken, aber sie gehört nicht ins natürliche Nahrungsspektrum. Das ist, im Prinzip sind Landschildkröten, also die griechischen, maurischen, russischen und so weiter, vergleichbar mit Pferden, mit diesem riesigen Gärtrakt, ja, mit diesen riesigen Därmen. Also die haben eben diesen typischen herbivoren Verdauungstrakt. Im Gegensatz zum Beispiel Hund, Katze haben ja einen relativ kurzen Darm. Und da... spielt jetzt auch Blinddarm oder so nicht wirklich eine Rolle. Im Gegensatz eben zum Beispiel zu Pferden, also zu Schildkröte, die riesige Blinddarme haben. Wo eben mikrobieller Aufschluss unter anderem eben auch von Zellulose erfolgt, also Bestandteil der Pflanze. Also von der Fleischfütterung sollte bei Landschildkröten, das wird in älterer Literatur oft empfohlen, aber sollte abgesehen werden, weil sie eben wirklich reine Pflanzenfresser sind, auch vom Verdauungstrakt her. Frau Dr. Keller, warum frisst eine Landschildkröte Fleisch, wenn es ihr vor die Nase gelegt wird? Die Schildkröte, die eben in der freien Natur lebt, weiß ja nicht, wann das nächste Mal so ein schöner, energiereicher Happen kommt und nimmt das dann natürlich auf. Aber das passiert der Schildkröte nur wenige Male im Jahr, dass sie so ein energiereiches oder proteinreiches Futter bekommt. Und wenn dies aber bei Haltung im Garten oder im Terrarium eben regelmäßig passiert, dann fällt viel zu viel Harnsäure an und das Tier entwickelt eben ein Nierengicht. Dann bleiben wir lieber bei den Kräutern. Genau. Und wenn ich nicht so der große Kräuterfachmann bin und die im Garten oder im Park nebenan identifizieren kann, es gibt auch Aufzuchtmischungen. Da kann ich dann selber züchten. Ja, es wird von verschiedenen Anbietern werden verschiedene Unkrautsamen oder Kräutersamen eben angeboten. Die können dann auch im Balkonkasten oder in einem Beet ausgesät werden. Und dann hat man eben die idealen Futterpflanzen für seine Schildkröten. Bleibt mir eins, ganz herzlich Dankeschön zu sagen, dass Sie sich mitten am Arbeitstag so viel Zeit genommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank.